Jo Leute, ich bin's wieder, euer DJDM und ich heiße es jetzt kommt in Destiny 2. Das hier ist eine Erinnerung, ja, eine letzte Erinnerung an vier bedeutende Planeten, mit denen wir in der Vergangenheit in Destiny sehr oft zu tun hatten. Ich für meinen Teil bin sehr oft auf Mars und Merkur rumgeeiert, ne? Ich war hier auf beiden Planeten sehr, sehr oft, sehr stark vertreten. Titan war jetzt nicht so mein Lieblingsplanet und bei Io bin ich nur ganz ungern hin. Wenn es wirklich vonnöten war für irgendwelche Missionen, ja. Ja, okay, aber... Naja, ja, diese vier Planeten werden jetzt am Dienstag offiziell gesehen nicht mehr vorhanden sein. Also ich finde es sehr traurig, aber es ist halt nun mal leider so. Und dann beginnt eine neue Ära in Destiny 2. Es kommen zwei neue Planeten, wir bekommen neue Exos, ob Rüstung oder Waffen. Allgemein gibt es viele, viele, viele Änderungen. Den einen mag es vielleicht nicht gefallen, der andere freut sich drauf. Ich bin, ja, zweigeteilter Meinung. Was mir halt nicht gefällt, dass ich zumindest zwei meiner Lieblingsplaneten, die ich hier habe, einfach gehen lassen muss. Finde ich schon schade. Ich hoffe, die zukünftigen Planeten tun Mars und Merkur würdig vertreten. Sehr würdig vertreten. Ja. Ja, zu dem, was ich jetzt gleich machen werde. Ich werde auf Titan rumfahren, werde ein bisschen in die verlorenen Sektoren reinschnuppern, wie bei Mars, Io und Merkur. Eine letzte Erinnerung, eine letzte Fahrt. Ein letztes Mal dort kämpfen und Spaß haben. Ein allerletztes Mal. Ich hoffe mal, ihr werdet daran Spaß haben. Lasst mir bitte alle ein Like oder ein Kommi oder ein Abo da. Und ja, ich wünsche euch viel, viel Spaß. Der eine oder der andere wird vielleicht eine Träne vergießen. An den Gedanken, sich kann man nicht so gewöhnen, dass man hier so eine drastische Maßnahme sowas verliert. Wir verlieren ja nicht nur das, wir verlieren ja auch noch ein paar andere Sachen. Also auf Nessus, da wird uns ja, soweit ich das mitgekriegt habe, die Menagerie genommen. Da war in den letzten Tagen sehr viel los. Sehr viel. Die Leute haben noch mal ein letztes Mal versucht, die Waffen, die sie nicht bekommen konnten, einfach in die Finger zu kriegen. Ja, ich hatte jetzt nicht allzu großes Glück gehabt. Ein paar Sachen habe ich noch gekriegt, aber nicht alles. Das bleibt mir ewig verwehrt, egal. Daher, ja, wünsche ich euch viel Spaß und ja, hoffen wir mal, dass die neuen Planeten, diese vier Planeten zumindest sehr gut vertreten werden, sie gut darstellen werden. Jo, dann viel Spaß, Leute. Wir brauchen Treibstoff, Kühlstoff und Nav-Upgrades. Ich höre. Wiedersehen. Thank you.
Die Schwerkraft auf Titan ist ungefähr 1,352 Meter pro Sekunde im Quadrat. Außer hier. Diese schwebenden Steine sind wahrscheinlich ein Überbleibsel eines Scharzaubers.
Leute, jetzt machen wir ein allerletztes Mal hier Kontakt. Also, ja, das öffentliche Event, was wir auf jeden Fall immer wieder mal auf Titan gesehen haben. Oder halt ab und zu mal hier auf Io gesehen haben. Mars weiß ich gar nicht. Nee, auf Mars habe ich das nie gesehen. Auf Merkur auch nicht. Diese beiden Planeten haben immer diese Aktivität am Laufen gehabt. Dadurch, wenn ihr das gemacht habt, habt ihr eine bestimmte Belohnung bekommen. Außerdem habt ihr hier Mittel zum Zweck fertig gekriegt. Ich muss da noch was kurz machen, aber das ist nicht so gut. So, ich werde es jetzt aktivieren. In der Nähe sind ja ein paar Leute. Alleine können wir es auch probieren. Der Energieausstoß der Pyramiden ist gestiegen, Hüter. Die Zeit ist nicht auf unserer Seite. Alter.
Signaturen der Besessenen. Sie kommen auf dich zu. Durch unsere Bemühungen, warum die Dunkelheit Merkur besetzt hält. Ich bin sicher, der Heilige würde bestreiten, dass ihm die Dinge entglitten sind. Er bleibt stur und bemannt weiterhin den Leuchtturm. Ach, er ist ein Spinner. Er ist furchtlos. Eine Eigenschaft, die wir in nächster Zeit sicher noch brauchen werden. Oder so. Tja, Leute. Das waren die letzten Aktivitäten. Ich war in den verlorenen Sektoren. Ich habe mich hier so mit euch hier rumgeguckt. Da hinten war der andere Sektor. Die musste man erstmal finden. Also hier über die Brüstung runter und dann da runterfallen. Von hier aus nach unten. Da musste man erstmal drauf kommen. Hier ist das nur eins oder zwei Leute manchmal verwirrt. Wo ist der Scheiß? Gut, wir können jetzt natürlich noch da hinten in das Ding reingehen, aber es ist kein Sektor, kein Verlorener. Hier geht's noch wohin. Was mit der Mission damals zu tun hatte. Seht ihr? Hier kommen wir zu einem Ort, wo ein Strike stattfinden tut. Also, ja, ich sag's mal so. Ich kann da jetzt reingehen, aber ich weiß nicht, ob es euch interessiert. Ach, scheiß drauf, das einfach mal als Erinnerungsgrund. Wie gesagt, Titan ist nicht mein Lieblingsplanet. Aber manches war hier doch gar nicht mal so schlecht. Ziemlich schnell hintereinander. Wenn ich jetzt den Kopf wegdrehe, dauert es nicht mehr lange, das braucht er wieder. So. Meistens
gehen hier die Türen auf, dann steht dann unser fetter Ogre. Und noch ein paar Captains, dann sind noch große Gegner. Das ist jetzt nicht der Fall. Für all diejenigen, die diesen Planeten nicht mehr kennenlernen. Das sieht immer interessant aus. Sehen wir wieder mal rein. Vielleicht kriege ich noch vom Sloan irgendwelche schöne Ausrüstung. Hier kommt man nie durch, da ist nie was gewesen. Also, ja. So. Ich schätze, da ging es nochmal zu irgendeiner Sondermission. Da kommen wir jetzt nicht durch. So. Ich würde schon sagen, da ist eine zweite Hexe, eine hässliche. Schon wieder alles tot. Ja, wenn ihr hier das in einen Strike macht, dann ist hier natürlich deutlich mehr los. Da hinten geht es jetzt nicht weiter. Muss dann hier immer runter. Und das war's auch schon. Hier ist Endstation. Normalerweise kommt die hier runter und dann ja, geht es da unten weiter. Ich wollte schon immer mal sehen, was hier ist. Naja, also nichts Besonderes. Also wenn das hier nicht so düster und so verschwommen aussehen würde, würde ich glatt sagen, es ist eine schöne Anlage. Den kann man ja nicht benutzen. Ah, das wollen wir jetzt nicht untersuchen. Ach, wir gucken uns das da oben noch schnell an. Nee, so weit hoch komme ich gar nicht. Schade. Ja, das war Titan. Und auch wenn ich diesen Planeten nicht mag, werde ich ihn irgendwie auch vermissen. Tja. Ja, dann, ich hoffe, es hat Spaß gemacht hier, Titan so zu sehen, wie er halt aussieht. Ach, guck mal, da habe ich noch so ein Ding übrig gelassen. Das ist jetzt auch drauf geschissen. Interessiert mich nicht mehr. Die Season ist gleich vorbei. Und ja. Offenbar, es hat euch wirklich Spaß gemacht, Titan zu sehen. Io kommt auch noch, aber erstmal, bevor ich das jetzt in der Liste falsch tendiere, als nächstes kommt erstmal Mars, ne? Also, ich wünsche euch noch viel Spaß bei dem nächsten Video mit Mars. Und die restlichen, die dazukommen. Oh, schaut mal, hier ist das Areal. Hier ist das grobe Areal. Wow. Ja, gut. Dann, ich hätte schon gesagt, aber ich sage es gerne nochmal. Wenn es gefallen hat, dann lasst mir mal ein Like, ein Kommentar oder ein Abo da. Ansonsten viel Spaß jetzt weiterhin bei den Erinnerungsdingern und ja, viel Spaß in der neuen Season. Ciao, Leute.